Moin moin Leute, willkommen zu A&J und wir sind hier unterwegs auf der wunderschönen Insel Korfu. Meine Frau ist ja gerade am Fahren, sammelt so hier ein bisschen ihre Quad-Erfahrungen und wie man sieht, macht ihr das wirklich Spaß. Moin moin Leute, wir sind hier auf der wunderschönen griechischen Insel Korfu. Korfu, sind auf dem Weg zum höchsten Punkt, dem Berg Pentokrat. Aber hier auf dem Weg gibt es hier so eine Radarstation, die wirklich schon länger verlassen scheint. Also die Antenne, die rote, die ist frisch. Die ist wahrscheinlich in Betrieb. Das ist unser Gefährt und ich gehe mal kurz gucken, was es da so gibt. Ich habe schon gesehen, dass da ein bisschen Graffiti ist. Und da, wo Graffiti ist, da ist meistens keiner mehr da. Ich hoffe, es ist keiner mehr da. Ich war einmal auf Kreta unterwegs mit dem Motorrad und da bin ich in so eine alte Firma reingefahren, die so Baustoffe gemacht hat. Da standen so Bagger und so weiter, Maschinen, und da haben mich zwei wirklich große Hunde empfangen, die dann hinter mir hergelaufen sind und ich dann mit dem Motorrad abhauen musste. Deswegen muss man immer vorsichtig sein. Ich habe gesehen, da steht ein PKW, ein Jeep mit Kennzeichen. Hier sind die alten Radarschüsse. Nicht alles, was verlassen scheint, ist verlassen, weil, wie ich gesagt habe, die rote Antenne ist in Betrieb. Und da saß ein Techniker mit einem Laptop und deswegen mache ich mich hier wieder auf den Rückweg. Ja, dann, ja, das ist dann auch sein Auto dann. Ja, die alten Schüsseln sind ab, aber dafür ist es halt die Antenne, die in Betrieb ist. Okay, wir fahren weiter. Richtige, fantastische Aussicht. Und es ist warm. Es ist der 29. April oder so. Und jetzt sind es ungefähr 26, 27 Grad. Da saß ein Techniker an der Antenne mit dem Laptop. Ja, war gut, dass er mich nicht gesehen hat. Ja, deswegen habe ich ja damals auch auf Tassos, ne? Ist halt immer so ein Ding, in sowas reinzugehen, weil Tassos war ein Militärobjekt, sah genauso aus wie hier. Ne? Gehst du da rein mit den Kameras, alles, und dann wird erst alles weggenommen. Und dann musst du noch froh sein, wenn du nur die Kameras abgibst und nicht in den Knast gehst wegen Spionage oder sonst was.
Das ist so schön hier. Ich finde diese Vielfalt und diese Gemütlichkeit, das ist schon echt einzigartig. Jetzt haben wir wieder getauscht, jetzt fahre ich wieder.